Hallo, du spielst in einem Orchester oder in einer Band an der Perkussion und sollst das Triangel bedienen, bekommst es aber nicht zum Klingen, weißt nicht, wie sollst du es dir aufbauen, dann bist du jetzt hier genau richtig. Doch bevor wir loslegen mit dem Triangelspiel, abonniere noch schnell meinen Kanal, dann bekommst du jedes neue Video von mir direkt mit. Das Triangel, eines der wohl am meisten unterschätzten Instrumente, die wir in der Perkussion haben. Jeder denkt sich, Triangel, was kann man da groß falsch machen? Es geht wahnsinnig viel, was man falsch machen kann oder nicht unbedingt falsch, aber wie man keinen schönen Ton rausbringen kann. Und dazu habe ich dir ein paar Videos gemacht, wie man mit dem Triangel richtig umgeht. Das erste ist ein Aufbau und die Spielweise natürlich. In einem Orchester oder in einer Band, man hat meistens Noten und baut sich den Notenständer ordnungsgemäß so auf, dass man den Dirigent gut sehen kann und dann verschwindet man plötzlich hinter dem Notenständer. Und wenn ich jetzt das Instrument spielen will, dann bin ich meistens direkt verschwunden hinter dem Notenständer und spiele hier. Das Problem ist, dass ein Notenständer die Schallwellen, die die Triangel bringen möchte, bremst. Das heißt, jeder Schlagzeuger sollte die Triangel, jetzt in dem Fall in der Hand gehalten, einfach mal hochhängen, damit der Klang auch wirklich rüberkommen kann übers ganze Orchester. Also der Notenständer ist tatsächlich, wirkt ein bisschen wie eine Klangbremse. Und wenn ich drüber bin über dem Notenständer, dann kann der Ton auch über den Notenständer hinweggehen. So, den Notenständer brauchen wir jetzt aber im Endeffekt nicht. Jetzt kommen wir aber auch schon zu dem nächsten Punkt, dem Aufbau einer Triangel. Wenn man jetzt beispielsweise nur Triangel spielt, dann spielt man es in der Regel aus der Hand heraus. Das heißt, ich habe hier eine entweder Daumen- oder Zeigefingerschlaufe, je nachdem, wie ich mich wohler fühle. In der Regel nimmt man den Zeigefinger, legt die Schlaufe hier drüber und dann kann ich auch hier problemlos mit Daumen- Zeigefinger die Triangel dämpfen, wenn es sein muss. Das ist schon mal das Erste, das ist zur Aufhängung, zum Aufbau. Diese Fingerschlaufen kann man sich super schnell selber bauen, indem man ein kleines Stückchen Leder nimmt und eine Anglerschnur. Die Anglerschnur kann man jetzt nicht so richtig gut sehen wahrscheinlich. Das ist ein ganz dünner Nylonfaden. Hier kommt auch eine Regel. Oft, wie ist es in dem Blasorchester oder in einer Band, Big Band oder so, wo man das mal kurz spielen muss, man hat oftmals nicht das passende Equipment dazu und muss sich irgendwie Not behelfen. Und dann hält oftmals ein Schnürsenkel leer. Klar, wenn nichts anderes da ist, ja, irgendwie aufhängen, Hauptsache man kann spielen. Aber wenn man dann auch sagt, okay, jetzt so ein Triangelhalter, wie ich ihn hier habe, der kostet 30 Euro oder wie viel auch immer oder 10 Euro und man sagt, ich habe das Geld gerade nicht oder wir müssen das für andere Sachen ausgeben, es reicht nicht, den zu kaufen, dann kann man sich so etwas auch eben sehr schnell selber basteln mit kaum einem Kostenaufwand aus dem Baumarkt. Der zweite Punkt ist, du hast einen richtigen Triangelhalter und jetzt hast du aber kein Stativ dafür. Was man in einer Band oder in einem Blasorchester auch hat, jetzt komme ich dazu, ein Galgenbeckenständer. Und jetzt kann ich den schön entspannt vor mir aufbauen und nehme den hier hoch, den stelle ich noch gerade und jetzt kann ich hier dran problemlos meinen Triangelhalter montieren und so hoch, wie ich es gerne haben möchte und kann meinen Triangel einhängen und sehr bequem spielen.
Und den kann ich auch so hoch machen, wie ich es brauche, dass es wirklich passt. Und plötzlich habe ich eine super Spielposition. Das nächste ist, wie gesagt, eben, wenn ich das nicht habe, ein weiteres Hilfsmittel ist, ich habe nur eine Anglerschnur, will aber an einem Stativ spielen. Und jetzt habe ich mir hier eine kleine Schlaufe gemacht. Ich weiß nicht, ob man diese, die kann man wahrscheinlich jetzt nicht wirklich sehen. Die kann ich hier schlecht mit dem Auge schon sehen. Aber der Vorteil ist eben bei dieser ganz hauchzarten Nylonschnur, es gibt keine Störgeräusche. Und jetzt mache ich mit einem, oder Dämpfgeräusche besser gesagt. Und jetzt mache ich mir mit dem Galgenausleger, weshalb ich Galgenbeckenständer gesagt habe, vorher, ich stelle den quer und kann, Notenständer brauchen wir nicht mehr, und kann jetzt mein Triangel hier vorne aufhängen, indem ich einfach diese Schlaufe nehme, hier entweder zwischen die Beckenfilze mache oder hier vorne, bei dem Stativ geht es wunderbar, dass ich das hier vorne an der Schraube einhängen kann und kann hier jetzt mein Triangel einhängen und genauso wunderbar spielen und auch in der Position, so wie ich es gerne hätte. Das Wichtige ist, so eine Schlaufe nicht zu lang machen. Wenn die zu lang ist, dann ist beim Anschlag, dreht sich das Triangel sonst oftmals viel zu weit weg. Deshalb nicht zu lange machen die Schlaufe, sondern so, dass es gerade ganz gut passt. Hier kann ich bequem noch einen Finger durchstecken. Das ist aber auch schon wirklich, würde ich sagen, das Maximale, was man an Luft haben sollte. Sonst eben bei jedem Schlag dreht sich das ganz schnell weg. Das erst einmal zur Aufhängung oder zum Aufbau. Und jetzt kommen wir gleich zum nächsten Teil. Und zwar, wo schlage ich einen Triangel eigentlich an? Dazu nehme ich es jetzt wieder in die Hand, damit man das besser sehen kann, dass der Ständer nicht im Weg ist. Wenn ich aus der Hand spiele, habe ich immer die Öffnung auf der Seite von meiner Spielhand. Das heißt, halte ich mit links das Triangel, habe ich diese Öffnung auf der rechten Seite. Halte ich das Triangel mit rechts und spiele mit links, dann habe ich es auf der linken Seite, diese Öffnung. Ich spiele jetzt in der Regel mit rechts und jetzt gibt es ganz viele, die einfach irgendwie irgendwo draufhauen. Das gibt meistens keinen schönen Ton. Den schönsten Ton hat man in der Regel oben im Dreieck. Das heißt, wenn ich hier seitlich und hier seitlich anschlage. Ich haue es auch nicht von der Seite an, sondern von der Spielerseite. Und dann habe ich in der Regel den schönsten Ton. Auch da, ein Triangel hat eine extrem hohe Frequenz, die höchste, die du in deinem Ensemble hast, mit hoher Wahrscheinlichkeit. Und dann trägt die Frequenz von ganz von alleine. Also man muss auch da nicht unbedingt wahnsinnig laut spielen, aber eben mit einem schönen Ton. Und das reicht vollkommen, hier entspannt anschlagen. Das ist vollkommen ausreichend. Und da in diesem Bereich eben, ich sage mal so drei Finger von der oberen Biegung weg, da hat man in der Regel bei den Triangeln den schönsten Ton. Wenn ich jetzt aufgehängt spiele, jetzt brauche ich doch noch einmal das Stativ, dann nehme ich die Öffnung dahin, weil, wo ich mich am wohlsten fühle. Ich nehme es tendenziell immer auf die rechte Seite. Jetzt muss ich den aber auch hochschrauben noch etwas, sonst passt das von der Spielhöhe nicht. Und jetzt habe ich auch oftmals zwei Schläge, dass ich schnelle Rhythmen spielen kann. Jetzt gibt es viele, die spielen das dann tatsächlich hier unten wie eine kleine Trommel. Aber auch hier, das ist schon mal okay, aber wir wollen einen möglichst schönen Sound rausholen und deshalb spiele ich das auch hier oben. Der ist einfach ein bisschen brillanter, der Ton. Und auch hier gilt, ich muss nicht wahnsinnig zuhauen.
Das, also ich muss nicht so abartig laut spielen. Das ist wunderbar, wenn man einen geschmeidigen, schönen, entspannten Ton hat. Und so kann ich natürlich auch echt tolle Sachen spielen. Nebenbei gibt es auch ganz viel unterschiedliche Triangelstäbe. Es gibt gerade Schlägel, die einfach nur einen kleinen Stiel darstellen. Ich spiele ganz gerne mit solchen blombenartigen Schlägeln. Gibt es in unterschiedlichen Formen, rund, eckig oder hier einer so langgezogen. Hier kann man einfach wunderbar den Klang auch noch mal ein bisschen kontrollieren. Will ich einen kräftigeren Klang, schlage ich mit dem dicken Teil an. Will ich einen dünneren Sound haben, schlage ich mit der Spitze an. Und gleichzeitig habe ich auch noch die Möglichkeit, natürlich zwischendrin anzuschlagen. Also du merkst, Triangelspielen ist nicht mal eben, ich hänge das Ding auf und hau irgendwie drauf, sondern das ist schon auch eine echte Wissenschaft für sich. So viel erstmal für heute zu dem Thema Triangel. Ich hoffe, dir hat das gefallen und auch geholfen, dass du das einfach schön klanglich in deiner Band oder in deinem Orchester präsentieren kannst. In dem Fall lass mir doch gerne ein Like da und wenn du es noch nicht getan hast, abonniere noch schnell meinen Kanal, dann bekommst du direkt jedes neue Video von mir mit. Bis dahin, tschüss, dein Rudi.